Jo, das ist cool, das muss ich dir erzählen. Ey, ich muss dir was erzählen. Ich habe da irgendwas im Internet gesehen. Da müssen wir morgen unbedingt hin. Morgen. Ja, morgen. Was denn? Das geht von 10 bis 17 Uhr. Ein holländischer Stoffmarkt. Also willst du mich verarschen? Doch. Alter, nein, ehrlich. Ja, steht hier. Okay. Holländischer Stoffmarkt, dämisches Gelände in Wiesbaden. Ach was? 10 bis 17 Uhr. Wann fahren wir? Ja, ich würde sagen, kommst du um 9:30 hierher, fahren wir kurz vor 10 mit dem Zug. Alles klar. Ja? Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Freue mich schon. Endlich mal wieder Ja. was Okay. Okay, bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschö. Es hat geklingelt. Mal gucken, wer es ist. Stoffmarkt! Du bist ja schon wieder nackt. Ja, so gehört sich's doch. Immer machst du mir nackt die Nackte Tür auf. Beine, nackter Oberkörper, den Oh. Rest zeige ich euch nicht. Ja. Und freust du dich? Ja, klar. Ich habe mir sogar extra ein Geschenk mitgebracht. Cool. Und zeige mal. Cool. So, auf geht's nach Wiesbaden. Er freut Yes, sich schon. natürlich. Du doch auch. Erwartest du richtig guten Stoff, Ich oder? erwarte richtig guten Stoff. Letztes Mal in den 90er war es richtig gut. Ja. Ganz schön hell heute, muss ich mal so sagen. Stimmt, ja. Ja, gleich kommt der Zug. In 2 Minuten, wenn es gut läuft. Mich ein bisschen wundert. Ich habe meinen Vater angerufen, habe ihm von diesem Stoffmarkt erzählt. So, hat er sich auch total gefreut und wollte dahin. Merkwürdig, oder? Komisch. Wiesbaden, wir kommen. Ja, jetzt sind wir gleich da. Ja, mal gespannt, ey. Totti freut sich des Lebens. Ja, ich bin da. Ich freue mich schon. So schwarze Afghane oder grüne Platte oder irgendwie sowas. Was total wegknallt. Holländischer Stoffmarkt. Bin ich mal gespannt. Was ist das jetzt hier? Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich mir auch. Nö, ich gehe. Ja, wegen lauter Enttäuschung haben wir jetzt sofort wieder heim. Ja. Guck Aber mal, der ist ganz natürlich. traurig, aber wir Ja. kloppen uns jetzt mit Kaffee zu. Genau. Hier zweimal, hier nochmal, da nochmal. Frühstück haben wir geholt. Frühstück haben wir geholt. Für meine Liebsten und ein Torti. Ja, für die liebsten Torti. Da hast du jetzt gerade was falsch verstanden. Für meine Liebsten und dich. Deswegen war irgendwie ein Reinfall. Wir dachten, das ist was anderes, haben wir falsch verstanden scheinbar. Wir wurden dann nochmal aufgeklärt, dass es nicht unbedingt Stoff mit Stoff zu tun haben muss, sondern mit Stoff zu tun hat. Aber es waren Holländer da. Oh, aber es waren Holländer da. Ja. Ja. Na gut, nächstes Mal.